Es geht weiter mit Starfield. Wir stehen hier, aber wir wollen ins Raumschiff, wir wollen nicht rumstehen. Haben ja mehrere dringende Aufträge. Recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre. Ich dachte, sie wollte gerade sagen, ach, recycelte Luft. Nie Viel zu Glück bei Hause. der Suche nach Barrett. Halte auch nach Hella Ausschau. Ja, das wollen wir. So, können wir kurz ins Inventar, ein bisschen Sachen abladen vielleicht nochmal. Wo ich habe auch ein paar Sachen natürlich der Sarah gegeben. Piratenanzug. Der kommt hier mal rein. So, kurz hier. Nee, warum komme ich jetzt nicht ins Schiff-Menü? Frachtraum macht das. Ich muss das vorher machen. Im Spiel kann ich das ja nicht mehr. Okay. Inventar. Frontier. Inventar, ja. Okay, man muss irgendwie einmal da erst reingehen. Bisschen komisch. So, Frontier, Inventar. So, egal. So, jetzt hier alles. Dann sortieren wir mal kurz nach Gewicht. Schiffsteile. Schiffsteile kannst du auch hier ins Schiff, logischerweise. Was ist das denn für ein geiler Rucksack? 15% Schaden von Alien-Gegnern. Oder ein paar gute Sachen. Korrosiv. Gegen Strahlung helfen die alle nicht. Lassen wir die aktuell mal hier. Die Sachen habe ich alle benutzt. Die Grendel hat ein bisschen weniger Präzision, dafür aber 20% mehr Schaden bei. Ich frage mich, was das Reflexvisier ist. Probieren wir es doch einfach mal aus. Kompensator ist wahrscheinlich gegen Rückstoß. Naja, nicht schlecht, ne? Guck gerade mal an der Waffe, das sieht man. Sieht oben den Aufsatz. Aber jetzt diesen Kompensator irgendwo sehe ich zumindest nicht. Ausrüstung abnehmen habe ich gerade gemacht. Ich wollte das ausrüsten. Kann man das nicht? Aber mit Y kann man sonst das halt zu den Favoriten hinzufügen. Dann anscheinend einmal machen. Und die Grendel können wir mal weglegen. Erweitert das Magazin. Ja. Die macht 6 Schaden. Warum machten die 6 Schaden? Kalibriert. Das ist ja besser als alles andere. Da kannst du das andere alles knicken. Wenn die einfach 50% mehr Schaden macht. So, können wir kurz die Helme angucken. Der ist schlecht, der kann auch weg. UC Marine. Überraschenderweise auch nicht so doll. Gegen Energie und EM-Buffen ganz gut. Wenn es kommt, überzeugt mich das auch nicht. Prozent erlitten Energieschaden. Piratencharger, der ist auch weg. Die Pistole behalten wir. Oh, der ist einfach mal besser. Der Deep Recon. Nicht so schick, aber besser ist er. Nehmen wir den mal. Hier so ein Quatsch. Können wir mal ablegen. Das ist ein scheiß Outfit. Die Regenjacke. Geh mal weg, Alter. Die Kraken. Nicht. Die laden wir auch mal. Alles wiegt ja schon nichts mehr. Können zumindest mal eine ablegen. Essen behalten wir auch erstmal. Parsec-Foto kommt immer mit. Hier, sowas kann natürlich hier weg. Aber das ist für die Herstellung manchmal. Okay, es passt erstmal. Die Waffen nehmen wir mal nachher aus. Aber die eine Grendel ist ziemlich gut. Die kalibrierte macht 50% mehr Schaden. Das ist schon ein ordentlicher Schadensboost.
schon mal auf ins Unbekannte. Fester Orbit erreicht. Okay, fester Orbit erreicht. So, fliege zum Forschungslager auf Alter Ihr 2. Finde Private Mahoney. Wenn diese Private Mahoney-Scheiße nicht weggeht, dann drehe ich aber durch. Muss ich Private Mahoney noch wegschießen oder was? Können wir mal kurz gucken, wenn wir noch andere Missionen da gehabt. Alles von Feuerprobe. In einem anderen Forschungslager zu retten. Achso, ich dachte, wir sollen irgendwie mit dem Schiff. Also machen wir das erstmal noch. Wir sind jetzt eh gerade hier, das andere Forschungslager. Was ist das? Sieht so aus. Renaris. Landeanflug. Alles im grünen Bereich. Landen wir jetzt nicht mal bei tiefster Nacht. Ich fast so Nachtsichtgeräte oder so, aber es geht jetzt hier einigermaßen. Auch vorhin schon, jetzt war es besser. Und hier haben wir ein bisschen, ob es jetzt Mondlicht ist oder einfach die Sonne jetzt kalt. Aufgeht demnächst. Kalt. Müsste ich wenigstens die Jacke zumachen, Sarah? Oh. Schade, dass man das Fadenkreuz nicht allgemein ausmachen kann und dann trotzdem behalten kann für die Kämpfe. Vielleicht gibt es dafür eine Mod oder so. Oh, was ist da denn los? Da muss ich rangehen, um die zu scannen. Ist das Ding auch kalibriert? Weiß ich nicht. Schon viel. Ich bin nicht für euch da. Okay. Chillt mal ein bisschen. Was sollen wir jetzt hier machen? Schalte die Space im Forschungslager aus. Ach, das ist aber gerade schön hier. Also bei Mondlicht. Denke ich mal, dass es Mondlicht ist. Bei Mondlicht hier durch die Schneelandschaft zu stapfen. Das gefällt mir. Brauche ich mal ein Scharfschützengewehr. Ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr, das wäre was. Wo habe ich die Grendel, oder? Die Grendel habe ich ja weggelegt. Können wir mal die andere Waffe, die bessere Grendel, da mal wenigstens hinpacken. So. Kategorie Waffen. Wir sortieren mal nach Schaden. Bei Schaden ist die Grendel nicht so weit oben. So, jetzt mit Y Favorit, ne? Genau. Coachman haben wir da, das Messer und das Navy-Messer, die sind auch ziemlich stark, okay. Die Sidestar. Ich bräuchte mal... ein Fernglas, das fehlt ja immer noch. Schon gesehen? Ich habe mich schon gesehen, okay.
Sarah müsste ein bisschen helfen. Renn aber auch mal schnell weg, ne? Auf nimmer Wiedersehen! Ich möchte mal das probieren. Während ich hüpfe. Oder gesagt. Kann ich ja irgendwie gleichzeitig und ist richtig gut offen. Kann ich ja nicht gut zielen gleichzeitig, weil ich das ja gedrückt halten muss. Den Trigger. Und wenn ich Y benutze, wenn ich also hüpfe, kann ich natürlich nicht so gut gleichzeitig dann noch einen rechten Analogstick benutzen. Das geht vielleicht auf dem PC besser. Aber es gibt doch den einen, die eine Herausforderung, dass ich irgendwie im Flug Leute killen soll. Was habe ich das? Das kann ich jetzt schon. 10 Boostpack-Sprünge im Kampf, ja. Weniger Treibstoff. Obwohl, der Treibstoff ist nicht das Problem, habe ich das Gefühl. Fliegen. Das ist nicht das, was ich meinte. Sicherheit auch nicht. Ne, wo war denn das mit dem im Sprung irgendwie? Ausgedacht, habe ich mir eingebildet. Sehr erwartet wie immer. Ist aber auch ganz gemütlich am Tisch. Es waren einfach zu viele. Du hast uns gerettet. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Danke, das höre ich oft. Das würde ich nie anzweifeln. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Private Mahoney, ja. Ich bin Botaniker. Warum sollten die Spacer? Ja, Captain Mahoney. Vielleicht beruhigt sich Captain Mahoney jetzt mal langsam, wo wir die ganzen Leute hier retten. Vielleicht darf ich auch Sarah nicht mitnehmen. Beim nächsten Mal kann ich das nicht. Doch beim nächsten Mal im Schiff muss ich das sagen, dass sie da bleiben soll. Leider. Aber vielleicht kann ich ohne Sarah da mal die Situation entschärfen. Möglich wäre es. Eine Herde Sonnenblumen. Na dann. Eine Herde Sonnenblumen. Kriegt man auch nicht alle Tage, ne? Es auch nicht bewölkt gibt. Ist jetzt gerade Zufall, dass hier Wolken sind.
Schaden. Ob ich gerade Schaden bekommen, weil ich zu viel rumgerannt bin. Wenn ich zoomen kann. Also, ob ich nicht irgendwas übersehen habe, dass ich irgendwie zoomen kann. Gerade mit dem Scanner würde es sich so anbieten. Vielleicht gibt es bessere Scanner, mit denen man zoomen kann. Was ist das denn da, was in der Luft hängt? Ein Eibeutel. Okay. Geil, ich kann Wasser scannen. Wie ich krass das Wasser gescannt habe. Wo ist mein Raumschiff? Zeit hast, habe ich was für dich. Oh. Was ist denn los? Oh, ein Sandwich. Ist das meins? Angebissen, nee. Das geht doch schon nicht selber. Barrett findet immer einen Weg. Hier, ich habe etwas für dich. Ein Geschenk? Du musst mir doch nicht schenken. Ist keine große Sache. Ist von einer der letzten planetaren Expeditionen. Ich bin mehr als nur Kanonenfutter, weißt du? Okay. Danke. Zum Glück habe ich immer noch ein so gutes Auge. War schon länger nicht mehr im Einsatz. Komm nach den planetaren Ausflügen ruhig mal zu mir. Wenn ich was finde, gebe ich es dir. Oh. Ein Metabolikum hat sie mir hinzugefügt. Was zur Hölle ist ein Metabolikum? So ein Power-Up wahrscheinlich. Nee. Eine organische Ressource. Okay. 9 Credits. Also, Sarah. Sehr verrückt. So. Aber ich will Sachen essen. Ich bin ein bisschen kaputt. Alienpfanne. Na, nichts, was irgendwie noch Effekt hat. Ich will erstmal nur erstmal ein Stück Butter essen. Das ist eigentlich, wenn man schläft, habe ich eigentlich ein Bett? Das ist so ein kleines Ding. Hat das nicht mal ein Bett? Das ist gar nicht das scheiß Raumschiff. Wir brauchen echt ein besseres Raumschiff. Das steht mal relativ weit oben auf der Prio-Liste. Doch, da. Okay, habe ich was übersehen, was eine Koje war. Man muss sich auch mal schlafen legen. Das mache ich jetzt mal. Obwohl, erstmal fliege ich nochmal rüber und dann lege ich mich schlafen. Lynn arbeitet. Was auch immer sie genau macht. Oh, jetzt geht gerade die Sonne auf. Ah, das ist schön. Sie kennt draußen, er lebt noch. Vielleicht würde ich jetzt gerne über den Planeten fliegen. Das wäre halt geil. Das fehlt mir halt echt jetzt. Dass ich, weil die andere Forschungsstation ist nicht so weit weg, auf dem gleichen Planeten. Wir heben ab. Dass ich jetzt darüber fliegen kann. Das wäre halt echt geil. So in den Sonnenaufgang vielleicht rein. Planeten umrunden, einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der aussieht, wo die Sonne ist, wie groß der ist. Schon ein bisschen geil. Forschungsstation U3. Kann ich jetzt von hier aus nicht so richtig anwählen, das ist eine andere. U309. Ist die U309, die ich möchte, oder ist das eine andere da hinten? Ich bin nicht so ganz sicher mit den Symbolen. Aber auch wenn ich darauf klicke, kann ich das nicht auswählen. Dann müssen wir zur Karte. So, das war das Forschungslager gerade. Scheint gerade die Sonne drauf. Mining Außenposten. Aber wir wollen zur Forschungsstation mit Lieutenant Torres sprechen. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff. Alles da. Okay. Wenn du was sagst. Sieht bei Tag jetzt mal ganz anders aus. Wo ich jetzt schlafen gehe, ist eh wieder anders. Ich wollte mal schlafen, weil man, glaube ich, da einen XP-Boost bekommt. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Und ich wollte Sarah mal hier lassen, bevor die wieder durchdreht. Tut mir leid, Sarah, auch wenn du mir vorhin
einen Stiel gegeben hast. Nicht mal eine ganze Blume. Weißt du, sie hat mir einen Stiel mitgebracht. Deswegen, Sarah? Ja? Für Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Muss man das sagen? Das klingt halt ein bisschen krass. Ich will nur sagen, bleib mal kurz im Raumschiff. Ich muss doch jetzt nicht sagen, es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen, oder? Wir unterhalten uns später. Okay. Das kann ich nicht sagen. Irgendwie erst mal schlafen. Ab wann kriegt man wohl den Buff? Ich würde sagen, eine normale Schlafenszeit ist 8 Stunden. 2 Stunden 40 UT. Was heißt denn UT? Universal Time. Ist die Zeit hier auf dem Planeten anders? Diese ja, aber es bringt mir auch nicht 6 lokale Stunden. Na gut, das habe ich jetzt eh gemacht. 6 lokale Stunden bringt ja auch nichts. Man braucht ja trotzdem 8 Stunden normale Schlafzeit, oder? Nicht lokale. Wie oft sich der Planet im Kreis dreht, ist ja wurscht. Raus aus den Federn. Es gibt Arbeit. Fühlt sich ausgeruht. Guck mal, ist zumindest geheilt. Kann ich dir helfen, Dusty? Nee, alles gut. Wo würde ich denn Buffs sehen? Ja, jetzt nochmal schlafen gehe ich aber auch nicht. Dann war es halt so ein Powernap. Ist natürlich wieder dunkel. Ich wollte hier schön ein bisschen dabei Tag erleben. Die haben aber brav gewartet, 8 Stunden lang. Taurus? Myong? Miau? Was ist denn die Quest noch? Ich gehe nochmal rein. Kannst du hier bleiben? Ja? Was warte gibt's? Kurz hier. Kein Problem. Okay. Ich muss jetzt nicht gleich Schluss machen, immerhin. So, ich gucke jetzt nochmal nach Mahoney. Alle anderen sind ja ganz gechillt. Kein Name oder was? Sergeant Dazari. Stock. Jetzt gucken, wenn ich die Mission auswähle. Finde Private Mahoney. Das andere ist, glaube ich, jetzt eher auf Taurus angeht. Ist ja auch geil, dass glaube ich eben noch verkehrt war. So. Hier gehe ich wieder raus, ne? Doch im Erdgeschoss, die Mahoney. Ich dachte, die wäre im ersten gewesen, dass wir schon mal einmal hochgegangen sind. Nee, ist doch ein bisschen anders hier. Ich habe sie relativ früh getroffen. Wir sind eine ganze Weile durchgelaufen. Da geht's raus. Anscheinend nicht mal reingeschaut hier. Ich habe geschaut, ob ich irgendwo den Projektor sehe. Was kein Projektor, sondern ein LED-Screen. Den man vielleicht kaputt machen könnte. Jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wo ich hier gerade angelaufen bin. So, da bin ich vorhin hoch. Da geht's raus. Da habe ich gerade reingeguckt. Hier bin ich ja eben reingekommen, das war der Eingang. Da geht es nirgendwo lang. Ich muss oben erst durch den ersten Stock, dann doch da wo außen rumlaufen. Ah, ich glaube, es war hier hinten, hier rechts gleich. Ne, vielleicht. Mahoney! Hier waren die. Diese Gewalt. Das ist alles so sinnlos. Blut kennt keine Flaggen und treue Schwüre. Es zu vergießen ist immer eine Tragödie. Ah, auch ein Metabolikum. Einfach mal Uran in der Hosentasche.
Hier war das. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, durch den Serverraum. So, hier ist nämlich... Okay. Yes! Ich glaube, von nun an werde ich die Marines mit anderen Augen sehen. Hey! Oh, die wollten... Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Ja, wollte ich auch sagen. Ich bin froh, dass ich es zu dir geschafft habe, rechtzeitig. Das bin ich auch. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Hatte ich nicht vor, ich komme selber von der UC. Also zumindest aus UC Space. Verstanden, Marines gut, Spacer böse. Roger, das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Ja. Sprich mit Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und du weißt schon steht. Ich habe das, glaube ich, schon. Ich habe den schon gefunden. Alles gut. Du bist der Hammer. Das stimmt. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Yes, haben die. Das war mir wichtig, dieses Missverständnis auszuräumen. Das war mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Deswegen, sehr gut, das haben wir gelöst. Dann kann ich hier mit gutem Gewissen mich verabschieden. War das wieder aufgefüllt? Nein. So, dann kann man hier raus. Mal gucken, da hätte ich lang gehen können. Sarah hat ja bestimmt gleich wieder geschossen. Die ist ein bisschen nachtragend, habe ich das Gefühl. Muss ich aufpassen mit der Frau. Ich muss auch aufpassen, dass ich sie gleich nicht da stehen lasse. Keine Ahnung, wie ernst sie das nimmt, wenn ich gesagt habe, warte kurz hier auf mich und dann fliege ich weg oder so. Und dann bleibt sie da schön stehen. Deswegen erstmal Sarah einpacken. Hast du was für mich? Dann mal los. Klingt gut. Geh vor. Kein Thema. Kommst du mit? So, Torres, altes Haus. Mahoney meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Wahrscheinlich in irgendeinem Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Tja, ein hehres Ziel. In diesem Geschäft ist nicht viel Platz für Ehre, also müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Captain, erzähl uns von deinem Plan. Ich glaube, er ist gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Ihr haltet mich ganz schön auf Trab. Ich dachte echt, dass ich langsam fertig bin. Tja, als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Bin ich Marine? Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Natürlich. Die Wissenschaftler hier sind gute Leute. Jeder Tote ist ein Verlust für uns. Natürlich. Und? Wohin jetzt? Viel Glück bei der Suche nach Barrett. Halte auch nach Hella Ausschau. So, ein bisschen Space Fight. Ein bisschen Space Combat hier. Muss ich jetzt mal welche in dem Zielmodus zerstören? Von hier oben sieht es so friedlich aus. So. Alter E5 und Alter E1. Geh mal erst nach Alter E1.
falschen Ort. Ist das so? Vielleicht du. Oh oh. Stirb! Stirb! Muss einen Boost mal geben. So, wo ist der scheiß Spacer? Mit seinem Red Spoon. Unseren Grabsprung hat's erwischt. Ist unangenehm. Wo ist denn der? Oh! Ich hab ihn mitbekommen. Ich hab nach dem umgeguckt, dass ich gar nicht mitbekommen, dass ich erschossen wurde. Okay. Ups. Den Lasern am Anfang mal ausweichen, besser. Und hinter die Klemmen. Komm jetzt, da ist sie noch, ihren Antrieb. So, wer ist denn mit denen hier? Komm her. So, vom Antrieb bisschen was runternehmen, auf die Waffe umleiten. Der ist mir doch egal. Der kann nicht schießen, wäre gut. Erstmal kaputt machen. Natürlich auch die Laser anvisieren, so. Okay, jetzt sind wir die nächsten. Erstmal den vorbeifliegen. Das ist ungut. Schon ganz schön viel Schaden genommen, gerade mit der letzten Salve. Ihre Schilde sind weg. Schalte sie aus. Das ist der Plan. Aber danke für den Tipp. Okay, besser. Unsere Schilde laden sich auch gerade wieder auf. Jetzt werden sie gerade ein bisschen beschossen. So. So, ein bisschen ausweichen. Und jetzt. Locken. Leichte Beute. Warum schalte ich denn da nicht auf? Und warum schafft er es, so einen Bogen zu fliegen? Okay, jetzt muss ich das ein bisschen ausweichen. So, jetzt aber. Danke. Antrieb ausschalten, bitte. Nicht das kaputt. Ich möchte das nämlich jetzt gerne entern. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht dabei. So. Meine Freunde. Da bin ich, dass es ein besseres Schiff ist als meins. Wir können erstmal jetzt hier Leute killen. Gute Arbeit. Danke. So, für den. Genau, sehr gut. Schon die Waffe raus. Gut, ihr wisst, was Sache ist. Ich würde sagen, hier holen wir mal die Shotgun raus. Hier ist eine Indoor-Action. Ist mal cool, wenn es dann keine Gravitation mehr hat. Okay, haben Sie die Tür verriegelt oder geht es in die andere Richtung? Okay, never mind. Da geht's zurück. Das habe ich nicht gesagt. Okay, hier komme ich her. Ach, hier geht's die Leiter hoch. Okay. Auf jeden Fall schon mal ein größeres Schiff als meins. Ja, mach auf. Hast du nicht mitbekommen, oder was? So, ein paar Sushi-Rollen klauen. Übernehmen die Kontrolle über das Schiff. Das habe ich gerade vor. Wie funktioniert das jetzt denn genau? Geht denn einer von meinen Kollegen wieder zurück?
Meine Lin ist ja eh noch drüben, von daher. Das ist auf jeden Fall ein größeres Schiff, hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Kategorie C, das für Schiff, das ein neues Schiff requiriert. Wenn du auf einem Planeten landest oder einen Gaff-Sprung zu einem anderen Sternsystem unternimmst, wird dieses Schiff zu deinem Heimatschiff. Jegliche Questobjekte oder Passagiere in deinem vorherigen Heimatschiff werden zu deinem neuen Heimatschiff transferiert, okay? Was ist im restlichen Inventar? Jetzt mal gucken, was das Schiff so drauf hat. Der Antrieb ist ein bisschen kaputt, der hat mir zerschossen. Es hat größer auf jeden Fall. Ob es jetzt besser ist, keine Ahnung. Kann ich mir irgendwo mein Schiff angucken? Schiff. Spacer Raccoon. Genau, da kann man uns mal ein bisschen gucken. Die Werte. Es hat ein weniger ballistische Waffen und keine Raketen übrigens. Mehr Kraft und mehr Schilde. System wählen. Reaktor ist prinzipiell besser. So, hat mehr Power insgesamt. Sind zweimal Klasse A, hat viel mehr Energie, steht da links. Er hat mehr Hülle. Ist deutlich mehr wert. Okay, das können wir jetzt noch angucken. Crew 3 und 2, Schild auch, ja. Ein bisschen mehr ballistische Waffen. Keine Rakete, aber hatte ich eh nicht. Rack 47 steht da, aber ich konnte vorhin keine schießen. Also das ist prinzipiell der Schaden wahrscheinlich von den Raketen. Kann ich sonst auch was anderes angucken? Untersuchen, Crew, Heimatschiff anlegen, reparieren. Ich habe keine Sachen mehr. Schiff, Außenposten. Wie ist das mit dem Inventar? Oder im Inventar ist ja relativ viel drüben. Ist wahrscheinlich nicht transferiert, ne? Das war schon ein bisschen Geld. Funktioniert das genau? Muss ich jetzt mal ein Schiff nochmal andocken? Hängt das jetzt noch da rum? Die Lin ist ja noch auf dem Schiff. Mal ganz kurz. Ich werde die Sachen mal umladen, weil ich will, glaube ich, das neue Schiff jetzt mal probieren. Jetzt können wir gleich mal wechseln auf das andere Schiff. Sag Bescheid, wenn du startbereit bist. Ja. Yep. Ich will nur teuren Shit einsammeln gerade. Barrett findet immer einen Weg. Frachtraum. Alle Items. Nächsten sortieren mal nach Wert. Kann ich alles nehmen eigentlich? Alles nehmen. Ich möchte wirklich alles nehmen. Ja, ich glaube, ich muss überladen. Mal gucken, wie es jetzt ist. Das mit der Übertragung ist unglaublich. Oh, geht aber. Kann sich trotzdem noch schnell bewegen. Man verliert halt bei jedem Schritt. Da lag auch noch ein bisschen Shit. Stopp. Ich will das. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Da lag auch noch ein Kuscheltier, glaube ich. Den Parsec-Foto habe ich eingesteckt. Nehmen wir auch alles mal mit, was hier so rumliegt. Auch das Sandwich. So. Das muss man nicht hier lassen. Wenn ich es nicht aufessen, kann ich auch nichts dafür. Forschungsstation. Die der Kaffeetasse. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. San Digi-Dietrich? Nee. Ich habe mal kurz geschaut.
Muss ich aber auch mal später ein bisschen aufräumen hier, weil wie sieht denn das aus? Gibt es ein Atommüllfass in meinem Raumschiff jetzt, in meinem neuen? Müssen mal kurz umschauen. Die Leichen müssen auch mal vom Schiff. Ich hoffe, es wird dann einfach ein bisschen besser dann. Das ist ja auch so ein Direktinventar hier vorne. Cargo Hold, in der Tat. Oh, mit Credits drin. Ja, guck mal an. So, Transfer. Das dauert jetzt natürlich kurz. So, wir sortieren mal nach. So, nach Schaden. Also, wir warten auf jeden Fall die Regulator, die Coachman, die Pistole, ein Messer. 30% Schaden bei Aliens. Ein Blutungseffekt. Durchdringt selbst die stärkste Panzerung. Das ist ganz gut. Dann tun wir das Messer mal weg. Zwei legendäre Nahkampfwaffen schon. Und noch eins. Das war so. Sidestar. Behalten wir die. Equinox und Eon. Ripshank. Das Messer kann weg. Das ist die Grendel, die verbesserte. Wir brauchen aber noch eine andere Munition. Die Grendel und die Eon verbraucht die gleiche Munition. Die macht halt pro Schuss. Ja, trotzdem tun wir die dann weg. Die Maelstrom 6,5 mm. Gucken, das ist jetzt nicht irgendwie Munitionstypen, deswegen nehme ich hier nochmal mit, die Maelstrom. Das ist eine leicht bessere Maelstrom, kann die dann. Ups, jetzt habe ich eine andere noch weggetan. Fuck, egal. Kein Bock. So, Grendel Kraken. Auch 6,5 mm. Eine modifizierte Equinox. Die macht 14 Schaden. Die macht 3 Schaden. Schießt dafür. Ja, aber es lohnt nicht. Oder? Schießt ungefähr 3-4 Mal so schnell. Macht aber einen pro Schuss. Nee. Lieber die mehr Schuss. So. Okay, ich muss noch die eine Pistole zurückholen. Aus dem Laderaum. War es die Maelstrom, die ich gerade aus dem weggegeben habe? Ja. Okay. Dann sind wir wieder im Inventar. Dann legen wir da ein paar Anzüge weg. Dann legen wir mal die ganzen Rucksäcke weg, die ich jetzt nicht tragen möchte. Oh, das ist aber neuer, oder? Sieht zumindest schick aus. Und hätte auch zu dem Helm gepasst, den wir gerade tragen, mit dem Gold. Ist ein bisschen zusammengestückelt aus jetzt, aber kann man nichts für. Okay, schöner Helm, aber den heben wir uns für spezielle Anlässe auf, sage ich mal. Ich habe das richtige Wort gesucht. 170, was tragen wir noch, was so schwer ist? Muss auch von den Kategorien mal sehen, was man alles trägt. Die Sachen, Hilfe sind eigentlich alle ganz gut. Notizen wiegen nichts, das ist gut. Ressourcen sortieren mal nach Gewicht. Alle Ressourcenlager. Ah, da kann man einfach alle Ressourcenlager mit RB. Guck an. Das ist ganz gut. Ich glaube, das ist wirklich nur. Ja, wecken die ganzen Ressourcen. Es kann nicht mehr gelagert werden. So ein kleiner Frachtraum, das Schiff. Okay, das ist ja unangenehm. Raccoon 199 von 200 hat. Was auch schon mehr ist, hat, glaube ich, 140 geladen. So, jetzt haben wir alles umgeladen. Was ist denn hier? Im persönlichen Safe? Spind des Captains. Wir sind jetzt der Captain, aber trotzdem ganz cool. So. Abdocken.
Dann fliegt das vielleicht per Autopilot nach Hause oder so. Ich glaube, Lin kommt jetzt ja auch noch her. Jetzt mache ich das mal zu meinem Heimatschiff. Alles mal kennenlernen hier. So. Heimatschiff anlegen. Yes. Fracht und Crew werden übertragen. Ach, Fracht auch, oder was? Das gar nicht per Hand machen müssen. Ah, ich muss es registrieren. Das kostet nämlich, glaube ich, ein bisschen Geld, das Registrieren. Das werde ich gleich mal feststellen. Tschüss. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier noch so zu tun? Wir müssen noch woanders. Besiege Spacer im Orbit von Altair 5. Ja, dann fliegen wir auch dahin. Dann machen wir das mal jetzt. Altair 1, das wollen wir nicht. Altair 5 wollen wir. Das ist die Frontier, die auch ein bisschen beschädigt ist. Da sind auch irgendwelche Spacer, aber weit genug weg. Wo ist denn Altair 5? Kurs festlegen. Okay, warum geht das nicht? Blinkt immer nur kurz auf. Okay, ich konnte nicht direkt darauf klicken irgendwie. Muss daneben nochmal einen Wegpunkt legen. Vielleicht erkennen die mich ja nicht, wenn ich jetzt mit so einem Spacer-Raumschiff komme. Eine Mission noch. Ich habe auch andere Sachen zu tun, Leute. Kann ich jedem Hampelmann, der jetzt zufällig vorbeiläuft, noch helfen? Gescheiterte Kommunikation. Ein Notruf für die List gesendet. Ja, klar, machen wir noch, Brudi. Muss irgendwann auch mal einen Auftrag zu Ende führen. Dann muss ich Barrett retten. Dann muss ich das Schiff registrieren. Dann muss ich nach Andrea suchen. Oh, ich habe sogar noch hier Schilde. Und so viel Energie. Skillpunkt auch noch verfügbar. Ich bin mit dem Kopf ausgewichen, deswegen ging das Mikro gekommen. Das ist volle Immersion. So, jetzt komm mal her, du. Ja, ein bisschen, ups, ich krieg ja schon voll auf die Nase. Muss man die Systeme mal vernünftig. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas, um diesen Salven auszuweichen. Den Boost am Anfang nutzen. Ja, wenn man den ersten Salven ausweicht, ist das immer schon die halbe Miete. So, jetzt hier, komm her. Dann halt den, der ist auch okay. Mal wieder aufschalten. Hast ihre Schilde ausgeschaltet. Das ist toll. So, der erste ist weg. Sehr gut. Und der nächste. Komm her. Ups, bisschen ausweichen. Ja, bin ich voll im Visier, das Schwein. Okay, jetzt aber. Feind hat keine Schilde mehr. Ihr Grafantrieb ist tot. Okay, und der letzte. Ups, ich gebe auch nicht Schaden gerade. Nochmal Gas geben für den Boost. Ja, Afterburner will nicht so leicht getroffen werden. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich habe kein gutes Raumgefühl irgendwie in dem Spiel. Da kommen sie schon an. Komm, komm, komm. Erstmal ausweichen den ersten Salven. Das ist schon die halbe Miete. Die Systeme sind ja überhaupt nicht gut verteilt. Was ist denn da los? Und schon die Hälfte der Schilde weg. Schon die ganzen Schilde weg.
Oh, da sind sie schon. Und meine Systeme. Ups, erstmal das anmachen. Ich werde schon direkt beschossen hier. Erstmal den ersten Salven ausweichen. Sehr gut. Das sieht ja schon mal besser aus. Und jetzt einen aufschalten. Komm, 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 komm. Irgendeinen, egal. Oh oh. Wie kann er sich denn so umdrehen und mich jetzt. Ziel hat die Schilde verloren. Ja, ich hatte links auch. Der Grafantrieb ist unten. Okay. Der erste weg, sauber. So, gleich mal den aufschalten hier. Schilde des Ziels ausgefallen. Du hast ihren Antrieb gegrillt. Ich hab das ganze Schiff gegrillt, Brudi. So, und er jetzt. Mal wieder auf den Antrieb hier. Dann gucke ich mir das Schiff nämlich auch nochmal an. Oh. Hörst du mich? Spacer rücken auf den Außenposten vor. Was auch immer du gemacht hast, es hat sie aufgescheucht. Komm schnell wieder zurück! Hä? Achso, mein Frachtraum ist voll. Warum kann ich das nicht aufheben? Mein Frachtraum komplett voll geballert ist. Soll ich schnell wieder zurückkommen oder was? Ey, ich werde ja auch hin und her gescheucht. Wie sonst was? Kann ich nicht mal den Kram aufheben oder wie? Stopp mal ganz kurz, so nicht. Ich kann auch aufstehen, oder? Von meinem Schiff. Von meinem Platz. Wie kann ich aufstehen? Damit nicht. Kurs festlegen, System, Status, zurück. Schubdüsen. Oh, die habe ich noch gar nicht benutzt. Ah. Braucht es die eigentlich? Das ist ein bisschen Straven. Ah. Stimmt, das habe ich ja als Bounty von Anfang an auch gehabt. Wenn ich RB gedrückt halte, kann ich die Schubdüsen nutzen. Das manövriert natürlich ganz gut, aber da man ja nicht andocken muss oder irgendwas anderes im Raumkampf, nicht das Gefühl, dass das irgendwie so sinnvoll ist. Aber interessant, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte aufstehen. Kann ich nicht aufstehen? Mal, das müssen wir jetzt mal kurz rausfinden. So. Raumschiff Booster, Flugmodus wechseln, Perspektive umschalten. Nur wenn man angedockt ist, kann man aufstehen. Ich kann nicht im Weltraum einfach aufstehen in mein Schiff. Nee. Krass. Okay. Interessant. Ja. Haben wir auch wieder was gelernt? Ich nehme trotzdem mal aus dem Schiff Inventar rein. Ich kann halt so über das Menü was rausnehmen. Ja, jetzt bin ich wieder fast vollgeladen, aber ich möchte die Sachen von den Spacern wenigstens einsammeln. Das fliegt auch hier noch rum. War jetzt schon wieder alles voll, oder wie? Reaktives Messgerät, ja gut. Ich komme auch, glaube ich, ohne reaktives Messgerät, klar. So, wir sollen wieder zurück nach Altair 2. Wir haben jetzt alle Leute umgebracht, haben das eine Forschungslager befreit. Haben uns mit Mahoney vertragen, haben Spacer im Weltall ausgeschaltet. Also, ist jetzt mal langsam gut.
Oder reicht das immer noch nicht? Unbekannte. Wäre die Spacer-Invasion. Natürlich ist nicht genug. Okay. Natürlich. Das war dein Gold! Macht man kalibrierte Grendel, haben wir aber schon. Räucherlachsfilet. Das muss ich ihm noch schnell einstecken, sorry. Können die eigentlich irgendwas alleine? Sarah wandert auch ganz entspannt rum. Was auch mit der da macht. Wo ist mit einem Leiden belegt? Okay. Du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Erfrierungen. Ja, irgendwie ist es hier so kalt draußen anscheinend. Eises, Kälte und Schnee. Ja, ich will auch ganz gerne weg. Sofort Schutz suchen. Wo ist denn jetzt so kalt geworden? Ah, okay, unten ist ausgeruht. Da kriege ich 10% mehr EP. Das ist mein Leiden. Erlittener Gesundheitsschaden verbraucht. 2. Aha. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Was soll ich mir machen? Soll ich mir eine Wärmflasche machen oder was? Ich muss halt hier raus. Das Problem ist, zwischen mir und dem Wohnzimmer sind 10 Spacer. Geordneter Rückzug, los! Dich mache ich platt! Dich vermisst niemand! Feuer! Feuer! Auch Space, oder nicht, dass ich den falsch anschieße. Dann mal los. Ne, vielleicht auch nicht. Guck nach Waffen oder Munition. Der hat einen kalibrierten Rucksack. Ach, hab nicht so viel. Kann nicht so viel Zeug mitschleppen. Munition ist immer gut, das stimmt. Lawgiver, das klingt aber interessant. Hinter dem Pfosten, oder?
Lass mal aus der Kälte raus hier. Wie drin, wie oft wir drin schon gekämpft haben. Die wachsen ja immer nach. Du musst die Space immer so nur außen aufhalten. Weil jetzt der Questmarker wieder außen. Jetzt gibt's was. Oh. Hi. Wow! Ich kann ja durch die Tür kommen. Die sind wohl abgehauen. Ja, welche sind anscheinend noch da, die wir killen sollen. Erledigt. Ups. Sieht ja so rote Sachen an. Sah aus wie die Gegner, fand ich. Im Gefecht kann das passieren. Ist das jetzt ein Gegner? Nee. Okay, weiß nicht. Da sind noch welche. Ich verstehe die Verteilung von Gegnern nicht. Der steht auch mit dem Rücken zu uns, während die anderen da. Wurden jetzt gerade nicht schon wieder neue abgesetzt, oder? Spacer Rowdy. Einer ist irgendwie anscheinend da noch drin. Und irgendwelche sind auch hier draußen, okay. War umsonst alarmiert. Dass der mal mithilft. Schwanken aber auch teilweise wild. Müssen wir mal in den Skill Trees gucken. Mehr Schaden gab es schon, aber dass sie vielleicht weniger schwanken. Wenn man jetzt gar nicht bewegt. Wenn man ein bisschen rangezoomt ist, schwankt das trotzdem mal ganz schön. Na, Regulator-Pistole, okay. Komm, zeig dich. Feuer konzentrieren. Okay, haben wir's geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Horace. Alles okay? Bitte verpack mal nicht. Du bist wichtig für meine Mission. Das wird nichts. Verdammte Spacer. Das sind zu viele. So viele Leute. Das ist der Preis eines Kommandos. Jede Entscheidung führt zu Blut. Schicker Helm. Kontrafaktisches Denken macht einen nur verrückt. Konzentriere dich auf das Gute, das wir getan haben. Okay. Dank der Zusammenarbeit leben wir noch. Richtig. Tja, das würde ich nicht unbedingt laut sagen. Dank euch ist Altair sicher. Ich hätte fast schon Lust, Freestyle zu schreiben, damit sie dir eine Medaille verleihen. Na, das wäre doch mal was. Ja. Die könnte ich direkt neben meinem Verdienstabzeichen tragen. Du könntest mir ein Kriegsgericht ersparen, wenn du mir nur dankst. Aber vielleicht willst du deine Medaille. Wie wär's mit Credits? Das klingt doch stark nach einem guten alten Söldner. Eine Medaille kann ich dir zwar nicht verleihen, aber ich habe die Credits, auf die wir uns geeinigt haben. Und Captain, ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wären unsere Rollen vertauscht gewesen. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist jung und hast deine Zukunft noch vor dir. Ein kleiner Rat. Ich wurde schon unzählige Male nicht befördert, weil ich stets meinen Prinzipien gefolgt bin. Es gibt tausende Arten, mit denen die Befehlshaber einem Kompromisse abbringen wollen. Geh sie nicht ein. Deiner Karriere schadet es vielleicht, aber ich blicke mit Stolz auf meinen Dienst zurück. Das ist ja richtig philosophisch hier. Wenn man jahrelang im Dreck verbringt, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Wir Sandlatscher sind alle Philosophen. Ich hoffe, wir stehen uns niemals auf dem Schlachtfeld gegenüber, Captain. Falls es so kommt, erfülle ich meine Pflicht. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Soldaten, wird Zeit, Freestyle aus dem Weg zu gehen. Okay, eine Waffe bekommen. 1000 Credits als Belohnung, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Na dann. Können wir das mal hinter uns lassen hier. Skillpunkt haben wir auch bekommen. Ja. Das Status. Unterkühlung, Prognose schlecht. Wir gehen erstmal ins Raumschiff, bevor wir uns hier das angucken. Ich steige mal in das Raumschiff ein. Da hinten. Ups, wir sind auch echt nicht mehr fit. Wir müssen hier mal raus. Zurück ins Warme. Bald zum Abflug, Captain. Mann, ey. So. Ein Skillpunkt. Hä, hatten wir es nicht schon? Wir haben doch Laserwaffen schon geskillt. Die sind auch farblich hervorgehoben. Steht auch aktueller Rang 1 von 4. Warum? Ist denn Rang 1 nicht? Okay, es ist schon okay. Es ist nur verwirrend, weil dann... Nevermind. Ich verstehe es jetzt noch. Ich dachte, dass er dieses... Die erledigte... Weil hier steht bei Rang 1 einfach gar nichts. Na, das meine ich damit. Da habe ich Herausforderung, hier steht gar nichts. Und hier steht noch Rang verfügbar. Jetzt hätte ich ihn noch nicht geholt. Okay, jetzt ist er weg. Okay. So, mein Schiff will ich demnächst auch mal upgraden. Frachtkapazität, Schildkapazität. Raumschiffdesign. Raumschiff will ich auch ein bisschen abpimpen. So, das haben wir verteilt. Wir tragen zu viel Stuff, aber mein Frachtraum ist auch voll. Also wir müssen einfach mal Shit auf den Boden legen hier. Obwohl, wenn ich jetzt mal eine Pause mache irgendwo, zum Beispiel, irgendwohin zurückfliege,
Das werde ich mal probieren in der nächsten Folge. Ich werde in der nächsten Folge mal dieses Schiff registrieren. Das ist wichtig. Dann Zeug verkaufen. Wenn ich das Schiff registriert habe und es richtig mir gehört, verschwinden vielleicht auch die Leute hier. Das sieht nämlich auch nicht so schön aus. Kann ich dir helfen, Dusty? Oh, hi Lynn. Hab dich nicht gesehen. Bisschen gruselig. Ist alles okay. Kann ich ihn hier speichern, wenn ich da so sitze gemütlich? Oder geht das nicht? Kann ich im Weltraum speichern? Hier kann ich speichern. Das probieren wir doch mal. Ich sitze hier gemütlich. So, in der nächsten Folge registrieren wir unser Schiff. Guck mal, wie das alles funktioniert. Verkaufen ein bisschen Shit. Und dann wollen wir Barrett retten und Andrea suchen. Dann habe ich noch ein paar andere Pläne auch mal. Ein bisschen was erkunden. Ich hätte schon ein paar Ideen, wo wir auch hingehen können. Weil die zwei Sachen will ich eigentlich vorher noch machen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.